Willkommen zu diesem neuen Video, dieses Mal für euch Unboxing und Kurztest einer sehr, sehr günstigen 2,4 GHz Fernsteuerung. Ich glaube, es war so im Bereich um die 20 Euro und ja, man hat kaum was günstigeres gefunden im Bereich Fernsteuerung für eine 2,4 GHz Auto oder ein Boot oder etwas in der Richtung. Ja, wir schauen uns das Ganze mal kurz an und werden es natürlich auch ausprobieren. Schauen wir mal, was so die Packung sagt. Sonderlich groß ist die Packung nicht, wie man sieht. Hier vorne steht mit drauf 3-Kanal-Transmitter-Kit mit einem 4-Kanal-Empfänger, wobei an dem vierten Kanal, also an dem vierten Steckplatz, ja, die Stromversorgung angeschlossen wird. Also im Grunde eine 3-Kanal-Fernsteuerung. Das Handstück ist wohl abnehmbar, also dieser Griff. Ja, verschiedene Farben sind erhältlich, 4 Stück. Wir haben es hier, wie man sieht, in Schwarz. Und es gibt wohl 2 verschiedene Modelle. So, für Autos und Boote hauptsächlich geeignet. Gibt natürlich auch ja, eine kurze Beschreibung oder Daten von diesem Teil. Wir brauchen 4 Stück AAA-Batterien oder AAA. Ja, dritter Kanal ist zuschaltbar und angeblich wasserdicht das Ganze. Made in China, völlig klar. So, wir schauen mal rein. Diese Packung ist auch schon ein bisschen, wie man hier sieht, beschädigt. Das kam in so eine Art Softback, also gerade in so eine Folie eingepackt. Es hatte keinen richtigen Versandkarton oder ähnliches. So, wir haben eine Bedienungsanleitung auf Chinesisch und Englisch, würde ich mal schätzen. Ja. Genau. Dann haben wir hier schon die ersten Teile. Und zwar die eigentliche Fernsteuerung mit diesem Teil. Dann diesen Handgriff. Und diesen, was Sie genannt haben, 4-Kanal-Empfänger. Steht auch 4CH mit drauf. Allerdings, wie gesagt, einen der 4 Anschlüsse braucht man eben, um Strom anzuschließen. Na, checken wir mal hier, wie das mit Batterien aussieht. So eine ähnliche Fernsteuerung hatte ich schon einmal bei einem RC-Fahrzeug. Muss man hier nämlich diese Klappe entfernen und sieht hier schon den Hinweis, wie die Batterien eingelegt werden. Das kann man direkt mal machen. So, dann wird das hier hinten aufgesteckt oder eingesteckt. Das heißt, wenn man diesen Handgriff abnimmt, hat die Fernsteuerung auch keinen Strom. Von daher ist es die Tatsache, dass es abnehmbar ist, naja, nicht so extrem toll. Wobei vielleicht für den Transport, dass es ein bisschen kompakter ist. Naja, auf alle Fälle ist dann hier Strom drauf, um das Ganze wieder abzunehmen oder zu entriegeln, müsste man hier diesen Knopf drücken. Okay, das lässt sich schon mal einschalten. Wir sehen, wir haben On-Off-Schalter, Trim-Knöpfe, also Justierungsknöpfe für, würde man sagen, Kanal 1 und 2. Ref sagt mir jetzt spontan nicht viel. Und Kanal 3 ist dann wohl so lange aktiv, wie man hier diesen Knopf gedrückt hält. Ja, Gas, Bremse, Lenkung. Mit so einem
Alufelgen-Imitat hier. Ja, fühlt sich aber eigentlich soweit ganz nett an. Ist recht kompakt und natürlich nicht sonderlich hochwertig, natürlich vom ersten Eindruck. Aber ja, wir haben auch noch diesen Empfänger und wir haben hier ein Testfahrzeug, wo man das Ganze mal kurz einbauen kann. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Fahren wir die Kamera ein bisschen hoch. So, wir haben unseren alten Carbon Fighter. Der hatte ja hier diesen Megahertz Empfänger. Den haben wir ja auch schon entfernt. Denn Megahertz ist nicht mehr so zu empfehlen. Und dann haben wir hier einen passenden Akku, den ich direkt mal hier an den Strom anschließe. So. Dann haben wir einen On-Off-Schalter. Steht schon auf On. Ist auch okay. Und wie gesagt, kommt dieser Stromanschluss hier in unseren vierten Kanal. Die sind hier so ein bisschen durchnummeriert. 1, 2, 3, 4. Plus und Minus. So, das heißt, so, und das Teil leuchtet auch schon ein bisschen rot hier. Dann könnte man noch, Kanal 1 ist immer die Lenkung, auch hier wieder Plus und Minus beachten. Und dann haben wir natürlich noch einen Gaszug, das wäre der hier in dem Fall. Kommt dann immer auf Kanal 2. So, das wäre mal hier alles angeschlossen. Und wir checken mit der Fernsteuerung, ob das dann auch funktioniert. Ja, also man stellt fest, Kanal 1 und 2 funktionieren einwandfrei. Ich habe jetzt hier leider nichts, um es an Kanal 3 anzuschließen, was Sinn macht. Kann aber mal kurz die Lenkung dran anschließen von diesem Vehikel. Die Lenkung geht jetzt dann direkt auf Volleinschlag. Und sobald ich Kanal 3 Taste drücke, geht es in die andere Richtung. Macht natürlich wenig Sinn, aber ja, das zeigt einfach, dass Kanal 3 hier auch funktioniert an der ganzen Sache. So, dann haben wir noch eine Trim-Funktion. Wir können das auch mal kurz hier noch mit der Lenkung vielleicht zeigen oder checken, ob die funktioniert, die Trim-Funktion. Wir sehen jetzt, die Räder sind nach vorne geneigt bzw. stehen gerade. Wenn man hier die Trim-Funktion ein bisschen ändert, ja, drehen sich die Räder hier nach rechts beziehungsweise nach links. Gut, das funktioniert auch. Wird wohl auch beim Kanal 2 so verlaufen mit dem Gaszug. Dann können wir noch mal kurz anschließen. Kanal 2,
minus hier von mir aus gesehen nach rechts. Ja, und wenn wir hier die Trimfunktion aktivieren, sieht man, wie der Gaszug nach vorne geht, beziehungsweise nach hinten. Ja, also auch die Trimfunktion funktioniert hier einwandfrei. Von daher, ja, von meiner Seite Daumen hoch an dieses günstige Produkt. Natürlich würde sich bei einem Outdoor-Test mit dem Vehikel das Ganze noch besser prüfen lassen, wie es auch mit Reichweite aussieht und mit Störanfälligkeit oder Präzision des Ganzen. Aber ich muss sagen, so ein erster Indoor-Test hier war schon mal sehr erfolgreich und ja, kann absolut nichts dagegen sagen, gegen dieses Gerät. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch weitergeholfen. Und ja, in dem Fall würde ich sagen, lasst mal ein Like auf das Video da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, ciao.